Ja, habe mir ein paar Gedanken gemacht. Geht, oder? Ja. Ostern ist ja nicht zuletzt auch das Fest des Wiedererwachens der Natur. Was läge da näher, als sich einmal intensiver mit biblischen Naturkatastrophen zu beschäftigen? Ich betrachte mit euch heute unter anderem drei Erdbeben, die allesamt als Begleiterscheinungen von Gottes erfreulichem Eingreifen in die Menschheitsgeschichte auftreten. Zwei davon fanden vor gut 2000 Jahren statt, und zwar im Abstand von nicht mal 3 Tagen. Das andere war noch mal etwa 900 Jahre früher. Augen, Ohren und vermutlich auch alle anderen Sinne Zeuge war damals der Prophet Elia. Nachdem er gerade auf dem Berg Karmel einen mächtigen Sieg errungen hatte gegen die Baalspriester, wir erinnern uns, es hatte eine jahrelange Dürre gegeben, dann ging es darum, dem wahren Gott ein Opfer zu bringen. Schließlich fiel Feuer vom Himmel, alle waren geschockt, kurz danach Wasser, alle waren happy. Alle bis auf Isabel, die Frau König Ahabs, eine Vorzeige-Emanze übelster Sorte, die es partout nicht sein lassen konnte, Elia nach dem Leben zu trachten. Als politisch und weltanschaulich Verfolgter flüchtet sich der wackere Mann Gottes zunächst unter einen Ginsterstrauch, um dort in Selbstmitleid und Todessehnsucht zu zerfließen, landet aber schließlich auf übernatürliche Weise mit Nahrung versorgt und gestärkt in einer Höhle, von der aus ihm Gott in besonderer Weise begegnet, unter anderem eben in jenem seismischen Phänomen, das hier überhaupt zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird. 1. Könige 19, Verse 11 bis 12. Der Herr sprach: Gehe heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln. Das Schönste an dieser Geschichte finde ich, dass es wieder mal zeigt, dass unser Gott keinerlei Show-Effekte nötig hat, von denen die Menschen sich so leicht beeindrucken lassen. Nein, erst im sanften Säuseln, einem leisen, nicht aufdringlichen, etwas mehr als totale Stille, begegnet der Herr seinem verunsicherten Diener Elia, einem an sich gestandenen Mann Gottes, der ja bisher in seinem Wirken nicht gerade durch mangelndes Selbstbewusstsein auffällig geworden war. Wir merken uns die Nebensächlichkeit des Erdbebens und wie wichtig es ist, auf die sanfte Stimme Gottes zu horchen, fernab vom Trubel unserer Zeit und dem aggressiven Werben des Teufels, denn der drängt sich einem bei jeder Gelegenheit auf, wohingegen Gott sich immer wieder anbietet, höflich anklopft, auf Wunsch auch gerne einmischt, dem Menschen im Regelfalle aber immer seine Freiheit lässt. Nun aber zu den belanglosen Naturerscheinungen, die mit den Ereignissen der ersten Karwoche, der vermutlich wichtigsten Woche des Universums, einhergingen. Kurz vor seinem Tod am Kreuz zitiert Jesus noch einmal mit gewaltiger, schmerzverzerrter Stimme aus Psalm 22, Vers 2: Eli, Eli, lama abba sabachthani, das heißt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Umherstehenden waren offenbar nicht so bewandert in Kenntnis der Heiligen Schrift oder gar ihrer Muttersprache und dachten, Jesus würde nach Elia rufen. Wohlgemerkt etwa 900 Jahre, nachdem dieser von der Erde entrückt worden war. Elia kam nicht zur Hilfe, und nach einem vermutlich widerlichen Schluck Essig von der Stange schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Nun überschlagen sich die Belanglosigkeiten. Matthäus 27, Vers 51 bis 52. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber brachen auf. Und viele aus dem Volk Gottes, die gestorben waren, gingen aus den Gräbern. Nach Jesu Auferstehungen kamen sie in die heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. Mal abgesehen davon, dass man hier sieht, dass der ganze Mumpitz von wegen Zombie-Apokalypse etc. ein uralter Hut ist, waren das hier ja gar keine Untoten, sondern eben wieder Auferstandene. Ja, es geht schon Karfreitag los mit der Aufhebung der Naturgesetze von Leben und Tod.
Jesus verabschiedet sich also für nicht einmal 3 Tage von den Lebenden und Gott bestätigt, wie auch einige Verse vorher schon, durch eine 3-stündige Finsternis im ganzen Land, auf beeindruckende Weise die Einzigartigkeit seines Sohnes durch ein Erdbeben, das Felsen spaltet und Gräber zerbersten lässt. Niemand kann das Leben mehr aufhalten. Es braust mit Urgewalt durchs heilige Land in die Welt hinaus und bis in unsere Zeit hinein. Zur Erinnerung, Jesus selbst spricht von sich als dem Weg, der Wahrheit und indeed dem Leben. Halleluja. Was mit den ersten Auferstandenen weiter geschieht, ist nicht bekannt. Die Interpretatoren streiten sich, ob sie später gen Himmel aufgefahren sind oder doch nochmal gestorben, wie seinerzeit vermutlich auch Lazarus und andere Menschen, die schon einmal vom Tode auferweckt worden waren. Wir wissen es nicht. Zunächst reicht der Bericht auch aus, nur um sicherzugehen, dass dort auf Golgatha das zentrale Ereignis der Weltgeschichte stattgefunden hat, was sogar weiter in Vers 54 der römische Hauptmann zugeben muss, indem er frei und mutig, naja, vielleicht auch schwer schockiert und zaghaft bekennt, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ein optischer und akustischer Gesamtknaller also, der die durch ihre durchaus spektakuläre und bombastische Bühnenshow bekannt gewordene Rockgruppe Rammstein vor Neid erblassen lässt. Und was von alledem hat für uns heute noch am meisten Bedeutung? Erdbeben kennen wir doch zumindest aus dem Fernsehen. Und aufbrechende Gräber gab es sogar schon mal in einer Komödie von Otto Walkes, der wiederum die Idee bei Michael Jacksons bahnbrechendem Thriller-Video stibitzt hatte. Und der ließ sich, wie könnte es anders sein, selbstverständlich vom Bibelstudium inspirieren. Finsternis, na gut. Heutzutage bringt ein Stromausfall das öffentliche Leben vermutlich mehr durcheinander als 3 Stunden ohne Sonne. Also auch damit kann man niemanden mehr wirklich hinter dem Ofen vorlocken. Dann bleibt aber nicht mehr viel übrig. Über sanftes Säuseln jedenfalls werden wir genauso wenig jemals eine Bildschlagzeile lesen, wie über schadhafte Textilien, geschweige denn zerrissene Gardinen oder eben Vorhänge. Dieser Umstand aber, dass der Vorhang im Tempel zerriss und das Allerheiligste mit einem Mal sperrangelweit offen lag, für jedermann einsehbar und für ganz Mutige sogar möglich zu betreten, diese überdimensionale Laufmasche mit folgendem Totalschaden, das ist das wahre Spektakel. Der Weg zu Gott ist frei zugänglich für jeden. Das ist die Botschaft, die uns froh machen soll. Auf Griechisch heißt das übrigens Evangelium. Ins Allerheiligste durfte bis dato nur einmal im Jahr ein Hohepriester. Doch plötzlich stand da der Gnadenstuhl enthüllt mit der Bundeslade und den Cherubim darüber in Gold glänzend. Man kann zu Recht behaupten, dass der Begriff Skandal an jenem Freitagnachmittag in bedeutender Weise völlig neu definiert wurde. Mit dem Tempel hat es Jesus eh nicht immer so gut gemeint. Mit 12 Jahren hat er das Brimborium noch unbeeindruckt über sich ergehen lassen und auch da nur, um den Schriftgelehrten ein bisschen Nachhilfeunterricht zu geben. Später, bei seinem einzigen nachgewiesenen, wohlgemerkt aber kontrollierten Wutanfall mit der Peitsche, gab uns der Meister unmissverständlich zu verstehen, was ihm die Auswüchse menschlicher Religiosität bedeuten, beziehungsweise wie sie ihn verletzten. Das Haus seines Vaters war zu einem Supermarkt mutiert und Frömmigkeit ein lohnendes Geschäft geworden. Da legte die Prämisse der Sanftmut selbst bei Jesus doch mal eine kleine Verschnaufpause ein. Tische, Münzen und Geflügel flogen durch die Gegend und auf die Frage, mit welcher Befugnis er sich hier so aufführte, erwiderte Jesus in Johannes 2, Vers 19, reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Naja, Respekt vor der geistlichen Elite und ihrem Wallfahrtsort sieht jedenfalls anders aus. Bei anderer Gelegenheit, genau genommen bei einer Sightseeing-Tour durch Jerusalem, schwärmen seine Jünger von der Pracht und Herrlichkeit des Tempels. Jesus aber bemerkt, leicht genervt und unterkühlt, in Matthäus 24, Vers 2, ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. 40 Jahre später war es soweit. Im römisch-jüdischen Krieg wurde der Gebäudekomplex planiert und wieder einmal zeigte sich, wie viel Platz es in der Ewigkeit gibt für Eitelkeit und allzu menschliche Vorstellungen von Größe und Bedeutung, nämlich herzlich wenig.
Natürlich stellt die Auferstehung Christi als finale Bestätigung des Gottsohnes durch den Gottvater das Mega-Ereignis dar, das fette Comeback, welches letztlich eine Revolution der Liebe auslöste, die sich bald über den ganzen Planeten erstrecken sollte. Der zeitliche Dreh- und Angelpunkt im Heilsplan Gottes mit den Menschen besteht aber in den Minuten vor, während und kurz nach dem Sterbeprozess des Erlösers am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann es sein, dass der Sohn Gottes, der jeder denkbaren Versuchung zu Lebzeiten widerstanden hatte, inklusive dem teuflischen Angebot, jetzt und sofort Weltherrscher zu werden, der sich ferngehalten hatte von jeder denkbaren, noch so geringen Sünde, dass dieser einzig perfekte und gottgleiche Mensch, dieser zweite Adam, sich mit einem Mal von Gott verlassen fühlte? So tragisch wie einfach. In diesem Moment löste Gott den scheinbaren Konflikt zwischen absoluter Gerechtigkeit und absoluter Liebe zu den Menschen auf. Der Fluch über die ganze Welt, der mit der Vertreibung aus dem Paradies begonnen hatte, fand nun ein jähes Ende. Alle Schmach und Schande der Schöpfung, letztlich und vor allem die Schuld der Krone der Schöpfung, wurde abgeladen auf dem unschuldigen Lamm Gottes, dem letzten Opfer, das notwendig war, ist und für immer bleiben wird. In diesem Moment musste Gott sich abwenden von seinem geliebten Kind. Heiligkeit und Schuld vertragen sich wie Katz und Maus, lassen sich vermischen wie Wasser und Öl, können genauso gleichzeitig existieren wie Licht und Finsternis. Kurzum, diese Symbiose ist völlig ausgeschlossen. Der Moment der Abwendung, des Nicht-Zusehen-Könnens, hat Gott Vater und Gott Sohn mit Sicherheit den größtmöglichen denkbaren Schmerz zugefügt. Alles für die Maus bzw. die Katz, wie manche Leute behaupten. Denn die Menschen sind ja immer noch von Natur aus schlecht. Und überhaupt, was hat sich schon sichtbar großartig geändert seitdem? Nein, nicht für die Katz, aber für uns. Für jeden, der es für sich in Anspruch nehmen will. Was damals geschah und was wir heute feiern, ist nichts anderes als das Ende der Religion. Alle Versuche des Menschen, aus eigener Kraft irgendwie besser oder gar heiliger zu werden, sei es durch Gesetzestreue und oder alle möglichen rituellen Verkrampfungen, sind völlig fehlgeschlagen. Keine Philosophie und kein metaphysisches Gedankenkonstrukt vor oder nach Golgatha hat die Menschheit Gott und seine Herrlichkeit auch nur einen Millimeter näher gebracht. Nachhaltige Glückseligkeit und Seelenfrieden blieben ein frommer Wunsch, hätte Gott sich nicht selbst erniedrigt und stellvertretend für die gesamte Menschheit das einzig gültige und wertvolle Opfer in sich selbst vollbracht. Gott ist zu den Menschen gekommen, nicht die Menschen zu Gott. Und die einzige angemessene Reaktion von unserer Seite besteht in Lob und Dank in alle Ewigkeit. Aus tief empfundener Dankbarkeit über diese überragende Chance der Versöhnung, des Neubeginns, des Beginns einer lebendigen Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, mit dieser Haltung und dem Lebensgefühl eines reich beschenkten Kindes können wir heute unbedarft und vertrauensvoll, sorglos und verantwortungsbewusst jeden Tag Weihnachten und Ostern und überhaupt alles feiern. Denn alles gehört Gott. Wir selber gehören zu Gott. Und mit jedem Einzelnen von uns hat Gott etwas ganz Besonderes vor. Und wir sind gut ausgerüstet für die Abenteuer, die vor uns liegen. Für mancherlei Anstrengungen und Mühen, die sich lohnen werden, auf sich zu nehmen, um ein großartiges Ziel zu erreichen, nämlich in alle Ewigkeit mit dem Herrn verbunden zu sein. Ja, die Power, die die Erde erbeben lässt, Gräber sprengt, Tote auferweckt und aufwendige Textilien in Gotteshäusern zerfetzt, dieselbe Kraft gibt Gott allen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen wollen. Dieser Energiestrom von höchster Stelle befähigt einen Süchtigen, von seinem Stoff wegzukommen, einen Depressiven wieder Lebensmut zu fassen, einen Verbitterten sich selbst und seinen Mitmenschen zu verzeihen und ab und an sogar mal einem entnervten Autofahrer einen Parkplatz zu finden. Der Vorhang braucht nicht mehr zu fallen, er ist komplett zerrissen. Der Weg ist frei
Durch das Gebet, das Bibellesen und die Pflege christlicher Gemeinschaft, dazu auch eine gute Portion Gehorsam und Selbstbeherrschung, alles in der Geschwindigkeit und dem Rahmen, den Gott für dich persönlich bestimmt hat, wird es auch dir gelingen, das optimale Leben, das der Herr für dich vorgesehen hat, anzupacken, immer wieder neu durchzustarten. Denn du weißt ja, Fehler sind erlaubt. Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Denn das ist deine Berufung. Mit der Bitte um Führung durch den Heiligen Geist haben wir automatisch eine Flatrate im Himmel, eine Standleitung zum Herr der Heerscharen. Und wir dürfen ihn sogar Papi nennen, wie Paulus mal so treffend, wie skandalös bemerkte. Was? Ja, genau, aber. Und zwar nicht aus den Disco-Charts der 70er Jahre, sondern aus Römer 8, Vers 15b und 16. Weil sein Geist in uns lebt, sagen wir zu Gott, aber, Vater. Und Gottes Geist bestätigt unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Fühlt sich gut an, oder? Aber irgendwas fehlt noch. Ach ja, das dritte Erdbeben. Matthäus 28, Vers 2. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. So profan und einfach ist das mit den Erdbeben. Der Engel kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür. Nun ja, wenn ein Engel sowas macht, oder wenn Gott zu einem spricht, das kann dann schon mal ganz ordentlich rumpeln, nicht wahr?